Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Ich nehme hier gerade auf einem Dienstag auf. Die Folge seht ihr dann erst am Mittwoch, was aber ja nicht so schlimm ist. Denn heute auf dem Dienstag wollte ich deswegen aufnehmen, weil nämlich gerade das Update rausgekommen ist, die 0.04 für The Forest. Und ja, warum ist es eigentlich Nacht? Beim letzten Speichern war doch noch gerade Tagesanbruch. Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Na gut, dann speichere ich einfach nochmal. Wie es aussieht, funktioniert der Speicherstand ganz normal. Und guck mal, dann geht der Mond gerade konkret unter. Insofern werde ich mir das Speichern einfach mal sparen. Ja, ich gehe nochmal hier ins Buch rein, weil das Spiel es für eine gute Idee hält, da noch mal zu schauen. Ja, was wollte ich sagen? Ja, wie gesagt, also die Version 0.04 ist jetzt veröffentlicht worden. Ups. Und warum? Und ich komme hier einfach nicht. Doch jetzt. Gut. Gut. Ist alles da. Sehr schön. Was ich sagen wollte, ja, also es ist, wie gesagt, es gab ein neues Update auf 0.04. Es gibt. Ich habe es auch nur über den Changelog auch nur überflogen, aber das, was ich so gesehen habe, es gibt jetzt keine richtig großen Erneuerungen. Man hat halt hauptsächlich wohl ein paar Sachen hinzugefügt, ein paar Texturen wurden wohl aufgebessert, verschönert, so ein paar Lichteffekte, so wie man hier sieht, wurden verbessert. Also das sieht man hier ja auch schon. Vorher war das immer nur so ein Lichtschimmer und hier sieht man jetzt das ganze Meer ist schon rot vom Sonnenaufgang. Sieht schon nicht schlecht aus. Und ich habe nichts zu beißen. Das ist schön. Das heißt, ich werde gleich erstmal ein bisschen jagen gehen müssen. Und was auch interessant ist, das kam jetzt allerdings nicht mehr in Patch, sondern das habe ich in einem anderen Video gesehen. Dieser Käfig hier funktioniert nämlich. Zwar mit einem kleinen Trick, aber er funktioniert. Beziehungsweise er funktioniert, indem man einen Hasen totschlägt. Mit Betonung auf totschlägt. Und ja, und dann den toten Kadaver hier reinlegt und plötzlich wird dann der Hase zum Leben erweckt. Und ja. Da werde ich den mal schnell fertig bauen. Einer fehlt noch. Ja, also was ist neu im Changelog? Also ich habe es echt nur überflogen. Erneuerungen sind zum Beispiel, man kann ja diese, guck mal hier, ah, das sieht doch schön aus, die Sonne da jetzt. Erneuerungen sind zum Beispiel, dass diese Bank, die man bauen kann, dass die jetzt auch einen Sinn hat. Vorher war es ja so, dass sie gar keinen Sinn hatte. Man konnte mit der überhaupt nichts, in keinster Weise irgendwas, das funktioniert immer noch nicht, in keinster Weise irgendwo anstellen. Jetzt ist es so, dass man mit dieser Bank, wenn man sich dann raufsetzt, kann man sich einfach eben halt hinsetzen. Und man kann auch dann somit seine Energieleiste, die sich jetzt hier gerade langsam auffüllt, kann man damit wieder so ein bisschen aufladen. Also ich weiß nicht, ob man denn gezwungen ist, trotzdem noch was zu essen. Ich weiß es nicht. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall wurden auch eine Menge Bugs wurden auch wohl. Abgeändert. Ich muss dazu noch mal ein Let's Talk machen, weil, wie gesagt, jetzt so aus dem Stegreif heraus im Vorbeilesen quasi habe ich da jetzt nicht so viel aufgenommen. Das ist ja auch nicht der Sache. Das ist ein Hase. Hase, bleib stehen. Ruhig. Hase. Hase. Komm, bleib doch mal stehen jetzt. Oh, du sollst stehen bleiben, du Missvieh. Nicht mit dem Commander. Ja, also auf jeden Fall gab es ein paar kleine Neuigkeiten. Was ich noch weiß, ist, dass es wohl
eine neue Frau geben soll, beziehungsweise einen neuen Frauentyp von den Eingeborenen. Und dass sie auch die KI der Eingeborenen halt so ein bisschen überarbeitet haben. Das heißt, es ist jetzt wohl. Oh, durch. Es ist jetzt wohl auch so. Das war ja wieder klar. Es ist jetzt wohl so, dass die tagsüber wohl ein kleines Nickerchen machen können. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das natürlich auf die ganzen Lager sich erstreckt, ob dann wirklich alle. Ach, guck mal hier, das kann man nämlich gleich mal zeigen. Das funktioniert nämlich mit C angeblich oder auch nicht. So viel dazu. Das funktioniert nämlich nicht. Zumindest jetzt nicht. Und dass, wie gesagt, Nickerchen machen, aber wirklich dann alle am Pensen tagsüber oder auch nicht, das weiß ich nicht. Ich meine, eben hat man hier ja schon zwei rumlatschen sehen, also entweder funktioniert es nicht oder nur teilweise. Und es regnet wieder schön. Na, ist das herrlich. Ja. Dann ist es ja auch so, dieser Vogel, der landet ja ab und zu mal auf dem Arm. Das soll man wohl, glaube ich, jetzt abbrechen können, indem man die Axt wählt oder wenn man die Axt irgendwie benutzt, dann wird, glaube ich, der Vogel wegfliegen. Irgendwie sowas war da, glaube ich. So habe ich das jedenfalls, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Also ihr seht, ich habe mich da jetzt nur ehrlich gesagt noch nicht so mit befasst. Aber ich werde da auch womöglich einen Let's Talk zu machen, weil dann habe ich mich richtig damit befasst und dann kann ich auch ein bisschen was davon erzählen, weil das sind alles immer halt so Kleinigkeiten. Und das wäre jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, wenn ich jetzt einfach hier irgendeinen erzähle und das nachher dann doch nicht stimmt, dann ist das alles ein bisschen mau. Jedenfalls, ich werde erstmal was fordern gehen. Ach so, das haben sie auch geändert, habe ich gelesen. Die haben diese Balance, also sprich ja diese Hungerbalance, die haben sie angepasst. Das heißt, man wird jetzt wohl nicht so schnell hungrig und auch wenn man ein Spiel neu lädt, war es, glaube ich, so, dass der Magen immer halb voll war oder halb leer, je nachdem, wie ihr da sehen wollt. Und das haben sie wohl auch angepasst, dass das nicht mehr geht. Beziehungsweise man jetzt dann tatsächlich die Magenfülle hat, die man vorher hatte. Oder keine Ahnung, das muss man halt ausprobieren aus dem Spiel heraus. Und ich meine, da war auch noch was mit der Yacht, dass sie zwar immer noch random spawnt, aber wenn man ein Safe Game lädt, dann lädt dann diese Yacht auch woanders. Das haben sie aber auch irgendwie gefixt. Meine ich zumindest, das so gelesen zu haben. Ah, war aber lecker. So, jetzt versuche ich es hier noch mit dem Hasen. Nö. Also ich kann den Hasen hier nicht reinlegen. Nun gut. Dann ist es so, wie es ist. Und hier brauche ich noch 4 Loks. Dann werde ich mal zusehen, dass ich hier noch ein paar Baumstämme klopp. Dann kann ich mich endlich mal meine Hütte mal fertigstellen. Was ja eigentlich auch funktionieren soll. Es ist ja so wie oben bei dem Effigy soll es so sein, dass jetzt eigentlich fertiggestellte Objekte auch als fertig angezeigt werden sollen. Und ich merke, irgendwie bin ich gerade auf dem Headset recht laut. Das ist richtig abartig. Okay. So. Ja, das ist natürlich schön. Das ist natürlich schön. Hier funktioniert nämlich nichts. Also ich würde mal glatt sagen, dass der Spielstand so ein klein wenig kaputt ist. Ich befürchte, dass er tatsächlich kaputt ist. Das ist natürlich schade.
Was dann auch bedeutet, dass ich wahrscheinlich immer von vorne anfangen muss. Ich werde das noch einmal probieren. Ich werde einfach mal hier nochmal zwei Stück rausnehmen. Weil er zeigt mir ja definitiv vier an, dass ich hier noch vier Stück brauche. Hier oben sehe ich ja noch einen. Da oben fehlt einer. Und wahrscheinlich wird auch noch ein bisschen was am Boden fehlen. Aber das ist ja toll. Tja, das ist natürlich nicht so prall. Ach ja. So, dann mache ich dann hier mal mein Tor fertig. Was ich nämlich dann gleich schon wieder knicken kann nach der Folge, denn ich fange lieber nochmal von vorne an, wie es aussieht. Ach so, was wir auch noch gefixt haben, sind die Effigies. Vorher war es ja so, du hast ein Effigy gesetzt und dann wurde dieses Effigy halt in so ein Hand-Effigy umgewandelt, obwohl man eigentlich ein anderes Effigy gebaut hat. Das haben sie jetzt auch gefixt. Das soll jetzt angeblich auch funktionieren, aber hier sieht man das genau das, was ich gerade sagte. Eigentlich ist ja alles dran. Die Köpfe sind dran, Arme sind dran. Er zeigt mir auch nicht an, dass da irgendwas fehlt. Noch irgendwie ein Stein oder so. Ne, da kann ich drücken, was ich will. Es wird mir als unfertig angezeigt, obwohl es eigentlich fertig ist. Und das ist auch ein Bug, den sie behoben haben. Also befürchte ich mal, dass ich ein neues Spiel starten muss. Denn offensichtlich sind die Bugs ja noch nicht behoben. Zumindest in diesem Spiel nicht. Hatte ich hier nicht auch mal Effigies hingebaut? Wo ich jetzt gerade hier bin, kann ich nicht... Seit wann laufen denn hier Tiere längs? Normalerweise laufen auch hier keine Tiere lang. Ich meine, ich habe damit kein Problem, so ist es nicht, aber... Aber es ist gut zu wissen, dass die Viecher rumrennen. Dann kann ich nämlich hier auch mal ein bisschen jagen gehen. Hase bringt nichts. Na gut. Das ist natürlich äußerst bescheiden. Das heißt, dann werde ich wohl von vorne anfangen müssen. Das ist echt schade. Ich hatte die Hoffnung, ich konnte das Spiel ganz normal starten. Ich dachte, ja, super geil. Da kannst du deinen Spielstand nutzen. Aber, nee, kann ich nicht. Also ich meine, ich kann ihn nutzen, aber nicht im vollen Umfang. Das ist schon ein bisschen schaden. Bescheiden. Bescheiden auch. So, dann wollen wir mal gucken, was die hier... Oh, da hinten ist auf jeden Fall schon mal eine. Ich glaube, ich laufe da einfach mal rein. Ich werde sowieso krepieren gleich. Beziehungsweise, eigentlich will ich nicht krepieren, aber da ich ein neues Spiel starte, ist es eh Wurst. Rein! Ihr Schweine! Ach so, was sie jetzt auch noch geändert haben, fällt mir jetzt mal gerade so ein, diese Mutanten. Ich glaube, das sind diese mit diesen 1450 Armen. Guck mal, da sieht man immer Schreien da hinten. Mal gucken. Spät haben wir es. Auf jeden Fall, diese Mutanten haben sie wohl auch so bearbeitet, dass man sie A bekämpfen kann, dass sie aber auch natürlich mehr Schaden machen, dass man sie vernichten kann. Na, Mäuschen. So, und ganz wichtig, man soll nicht mehr wegfliegen. Würde ich jetzt erstmal so bestätigen. Nicht? Also wenn man hier so einen Kameraden hier zackstückelt, wie ich das gerade gemacht habe, dann fliegt man nicht mal durch die Gegend. Das finde ich schon mal sehr geil, weil dadurch bin ich schon etliche Male gestorben. Beziehungsweise zumindest... Na, da steht noch einer. Da bin ich nicht nur etliche Male gestorben oder beziehungsweise wurde dann auch einfach mal K.O. geprügelt. Der läuft da hinten lang. Ich würde mir ja auch gerne mal so ein Vibe angucken, eins von den neuen Weibern. Was? Bleib hier doch! Hast daneben geschlagen. So, jetzt machen wir eine Probe aufs Exempel. Nein, man fliegt nicht mehr weg. Sehr gut. Ich bin äußerst begeistert. Also das funktioniert jetzt mittlerweile, obwohl das schon schätzungsweise zwei oder dreimal gefixt sein sollte.
laut offiziellem Changelog. Aber es ist mir eigentlich auch relativ egal. Hauptsache, es funktioniert jetzt und dann ist das Thema auch durch. Dann läuft noch einer. Das ist der Oberchief Commander hier. Den werde ich dann auch gleich nochmal die Scheiße aus dem Leib prügeln. Weil ich dann so ein netter Mensch bin. Ach, guck mal, da ist doch noch ein Vibe. Hält jetzt aber nicht viel aus. Ja, sehen wir. Ah, so. Also da war eben nur schon mal das Vibe. Das war aber ein Glatzkopf-Vibe. Wo ist er hin? Wo ist das Vibe? Läuft hier irgendwo rum. Ich spüre, dass sie mich beobachtet. Irgendwo da hockt sie doch garantiert rum. Da. Oder? Da ist sie doch. Ah, komm her doch. Aua. Muss also nicht gleich aggressiv werden. So. Oder hat die jetzt einfach nur eine andere Frisur? Ich glaube, die hat einfach nur eine andere Frisur. Eine andere Haarfarbe. Hm. Naja, dann ist das so. Weil das las sich eigentlich wesentlich spektakulärer. Da hieß es nämlich irgendwas ja von einem neuen Frauenmodell und hier und dort und jenes. Aber offensichtlich nicht. Hm? Achso. Bist du. Alter. Da laufen irgendwelche Eingeborene, sondern auch ein paar Hasen am Horizont. Ja, gut. Eigentlich ist die ganze Aktion hier nicht umsonst. Ich muss mich eh nochmal neu starten. Oder ich werde es einfach mal versuchen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich dann mit einem Neustart automatisch den alten Spielstand mit lösche oder ob das erst ab dem Zeitpunkt gilt. Nee. Wo ich auch tatsächlich auf Bänden gehe. Mensch. Beziehungsweise wo ich dann nachher speichere und schlafen gehe. Das würde mich dann auch mal interessieren. Ja, die moderne Axt wurde auch schon gesichtet. Oder was heißt auch schon endlich mal gesichtet. Und zwar, die ist nämlich unter einem Felsen festgebackt. Also die sieht man eigentlich so im normalen Leben auch nicht. Und das ist nämlich auch das Problem an der ganzen gesamten Geschichte. Ich werde allerdings mal in einer nächsten Folge auf jeden Fall mal vorbeischneien. Und dann mal schauen, ob ich die dann noch wiederfinde oder ob sie die jetzt auch schon wieder entbackt haben oder woanders hingesetzt haben. Aber, wie gesagt, dafür müsste ich mal ein neues Spiel starten, weil ich habe die Befürchtung, dass der Patch hier nicht so wirklich seine Funktion entfalten kann. Auch wenn Madame hier gerade schon eine neue Frisur anhatte, ja genau, anhatte, gefärbt hatte. Was ist eigentlich mein Zuhause da? Ach ja, so, da ist mal schon ein Flänzchen. Das kann ich auch nochmal mitschnappen. Da ist auch noch ein Flenskin, da ist noch ein Flenskin. Was fällt mir denn noch ein? Also ich bin gerade am Grübeln. Wie gesagt, Texturen hatte ich glaube ich schon gesagt, dass sie da ein paar Sachen geändert haben. Ich muss vielleicht gleich nochmal reinschauen, aber die Folge seht ihr dann sowieso spätestens oder eher frühestens auf dem Samstag. Und vorher habe ich vielleicht schon einen neuen Let's Stalk gemacht. Und ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal nicht so schnell hungrig wie beim letzten Mal. Das kann ich auch bestätigen. Und ich denke auch mal, das ein oder andere wird dann auch so jetzt auch schon funktionieren. Aber ihr seht ja selber, ich kann da machen, was ich will. Mein Haus ist immer noch nicht fertig. Da habe ich auch nochmal einen Stamm und ich kann das hier nicht unterbringen. Normalerweise müsste das Haus fertig sein. Oder mir den Stamm abnehmen, aber das funktioniert nicht.
Das ist natürlich ziemlich bescheiden. Und da wir hier eh noch nicht so viel erreicht haben, denke ich mal, kann ich ruhig einen Neustart vertreten. Ist zwar ärgerlich, aber es ist halt nun mal leider so. Und ja, ich bin hier auch am Ende einer Folge. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ihr könnt mir auch gerne Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben, wie immer. Ist alles gar kein Problem. Abonniert mich gerne. Daumen hoch, habe ich schon gesagt. In diesem Sinne, macht's gut und schaut beim nächsten Mal rein, wenn es wieder heißt The Forest mit dem Nordisch. Okay, und tschüss.